Herr Bundeskanzler, auch Sie haben mit Wahl gekämpft und unterstützen ja auch Wilfried Haslauer in seiner Funktion. Wie zufrieden ist man denn bis zum heutigen Tag? Ja, ich bin sehr zufrieden, denn Wilfried Haslauer hat eine tolle Arbeit für Salzburg geleistet. Die Menschen wissen das und dementsprechend gut ist auch die Stimmung. Ich gehe davon aus, dass der Wahlsonntag ein guter sein wird und dass wir ein Plus vorm Ergebnis haben. Mit wie viel Prozent rechnet man denn? Ja, ein Plus vorm Ergebnis ist unser Ziel, denn ein Plus ist ein Erfolg, aber natürlich ist die Stimmung so gut, dass das Plus schon ein größeres sein kann, glaube ich. Herr Haslauer hat auch angekündigt, eine Zweierkoalition wäre ihm lieber. Gibt es da schon Tendenzen, die abzusehen sind? Nein, da gibt es keine Tendenzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass einmal die Bevölkerung entscheidet, dass gewählt wird und dass danach der Landeshauptmann entscheidet, was die beste Konstellation für ihn ist, um auch seine Inhalte, seine Ziele für Salzburg umsetzen zu können. Wie lange werden Sie sich noch in Salzburg aufhalten? Ich bin heute noch da und komme dann natürlich am Sonntagabend wieder.